Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Airborne Kingdom. Von und mit eurem Entspannungsopa, Mr. Nandos. Und wir gehen flott ans Werk. Flott ans Werk, hallo? So, ja. Spiel starten ist schon mal nicht verkehrt. Pause rausnehmen aus dem Spiel ist noch besser. Wir müssen zu einem dieser Türme. Ich glaube, das ist das Teil da hinten. Wir sehen ihn schon von der Ferne, trotz der Dunkelheit. Also ich sehe ihn, ob ihr ihn auch seht, weiß ich nicht. Ich hoffe. Aber ihr könnt mir vertrauen, wir steuern drauf zu. Moment. Ihr kennt das, ohne Koffein, nur halber Opa und so. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Wieso fliegt er jetzt nicht? Doch. Er fliegt weiter, ne? Oder? Ich bin mir ja nicht so ganz sicher. Weil ich hatte das Teil eigentlich, das Zielgebiet da hinten angeklickt. Doch ja, wir sind unterwegs. Was ich in oder nach der letzten Aufnahme noch gemacht habe, neben Wassertanken, war hier die Geschichte. Wir hatten hier so eine Hanfweberei gebaut und die hat halt da so ein Lärmschmutz, weiß ich was für ein Pegel, und die war etwas Abgase, okay? Sind Abgase, und das war etwas zu nah hier an einer von diesen Wohnblöcken. Da hat sich dann jemand natürlich entsprechend aufgeregt, was dazu geführt hat, dass ich irgendwie, ich glaube, ich hatte einen Bestürzten oder zwei oder so. Und dann habe ich die halt ein bisschen weiter nach vorne gesetzt hier. Und naja, jetzt haben wir 100 Zufriedene, 15 Neutrale. Es ist noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube, an der Wegbeleuchtung habe ich auch ein bisschen gebastelt. Habe ich sonst noch was gemacht? Glaube nicht. Also das ist jetzt hier, entspricht jetzt hier so eine, sind jetzt ungefähr so identisch. Genau, wir brauchen hier natürlich jetzt hier in dem Bereich, brauchen wir noch auf jeden Fall weitere Heiler. Und das ist das große Problem. Und ja, war alles im anderen, alles in insgesamt gesehen geht es den Leuten einigermaßen. So, wie sieht es denn überhaupt aus? Aktuell müssen 4 Sehnsüchte erfüllt sein, damit die Einwohner überglücklich sind. Einwohner fühlen sich nicht geborgen genug. Minus 38 Geborgenheit. Insgesamt Geborgenheit. Das ist neu. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, auf diese Einstellungsmöglichkeit da mit der Geborgenheit. Einwohner sind froh, dass die meisten Wege beleuchtet sind. 93%, immerhin. Glaube für 115 Einwohner durch nahe Gebäude. Das ist komplett abgedeckt. Und wir haben immerhin für 100 Einwohner Gesundheit durch nahe Gebäude von 115. Und das sind jetzt hier so die letzten Krümel, sag ich mal so. Entschuldigung, Krümel. Nicht so der richtige Ausdruck. Also die letzten Leutchen, die da nicht abgedeckt sind. Aber das kann man ja noch machen. Ja, wir haben aktuell immer noch für maximal 120 Leute Wohnungen. Das heißt, ich kann noch 5 Leute aufnehmen. Danach muss ich neue Wohnungen bauen, Wohnblöcke bauen. Platz genug dafür haben wir. Das sollte nicht das Problem sein. Und wir kommen dem Maximum von 150 Leuten, die wir hier insgesamt für unser Königreich brauchen. Den großen Rat. Diesem Maximum kommen wir immer näher. Wir kommen auch so langsam, aber sicher hier so an. Moment. Was ist hier, ne? Kann das sein? Unbekannte Ruine, zu weit weg. Moment, Augenblick, ich schau mal gerade. Oh, nee. Bitte nicht nochmal irgendwas anderes. Wo bin ich denn dahin unterwegs? Ich weiß nicht. Moment mal. Ach, da unten ist. Ich laber und laber. Flammenturm! Ein Turm, der von den Alten vor langer Zeit erbaut wurde. Ragt als Leuchtfeuer über diese trübe Lande. An jenen Tagen gab es so viele Ruinen aus dem Zeitalter der Alten. Viele mögen nun eingestürzt und verloren sein. Doch der Traum dieser großen Gesellschaft ist stets präsent. Ja, ja, so sieht's aus. Aus Tagebücher unserer Reisen von Mulab. Den zweiten Chronisten. Wir erkennen den Flammenturm und entzünden seine Spitze. Das ist Spitze. Oh Gott. Oh, Entschuldigung, das war der Mikrofonarm, wo ich gerade gegen gedonnert bin. Ja,
Gut. Ich arbeite hier mit etwas beengten Verhältnissen. Nee, das ist hier, ich habe ganz wenig Bewegungsfreiraum. Deshalb stoße ich hier ständig gegen irgendwelche Sachen wie Mikrofonarme und anderen Dingse. So, wir müssen die verbleibende Tür entzünden. Das machen wir natürlich. Ja, das, wir gehen nach Hause zurück. So. Wir sind natürlich, ich habe es heute mit meinem natürlich, kann das sein? Wir haben jetzt hier einmal hier diese unbekannte Ruine, die sehr weit weg ist. Da wir aber mehr oder weniger in der Nähe sind, sieht es nicht mit Wasser aus. Also ganz nebenbei bemerkt. Ich glaube, wir machen mal so ganz kurz einen Zwischenstopp. Ja. Ganz kurz einen Zwischenstopp und tanken mal so ein bisschen Wasser. Nach, das ist nicht verkehrt. Wie sieht die Kohle aus? Kohle geht noch. Zur Not könnten wir hier die einkaufen. Wir haben jetzt da Möglichkeiten. Wobei, so langsam geht uns auch hier das Holz raus. Dinge ändern sich. Dinge ändern sich, aber komplett. Oh, ich sehe gerade, ich könnte vielleicht bei der Gelegenheit ein bisschen Quarz nachtanken. Lehmziegel. Wie sieht es mit Lehm aus? Ich glaube, hier ist irgendwie alles. Kann das sein? Ich guck mal. Obwohl wir haben. Nee, das lohnt sich nicht, sehe ich gerade. Das hat sich gerade erledigt. Und ich will nicht schon wieder ein neues Lager bauen. Sehe ich nicht. Warte mal, wir sollten hier so ein bisschen in der Nähe bleiben. Moment. Entschuldigung. Wegen Freufrumpf. So, was ist denn hier mit der Oase? 84 verbleibend. Wir haben 160 aktuell. Oh, das läuft ganz gut. So, also ja, worauf ich euch auch noch hinaus wollte, bevor ich mich, glaube ich, wieder erfolgreich selber unterbrochen hatte. Wir kommen auch so langsam dem Ende entgegen. Ne? Also wir haben hier jetzt zwei Königreiche entdeckt. Wir haben aber noch die Missionen offen. Die sind noch nicht ganz abgeschlossen. Eine so wie das andere. Bei der einen Geschichte sind wir jetzt gerade dran. Meine ich zumindest, dass wir noch nicht alles abgeschlossen haben. Moment, ich war ganz kurz auf Pause. Wie war das? Kriege ich das jetzt noch zusammen so auf die Schnelle? Ich glaube Karte. Genau. Dann haben wir über die Karte die Möglichkeit, den Wandteppich aufzurufen. Genau, die Harfe haben wir. Das war die Korabucht. Korabucht. Wir haben noch zwei andere Königreiche mittlerweile gefunden. Für das eine machen wir gerade hier die Sache mit dem Feuer. Was war das andere? Hatten wir die andere auch schon angeflogen oder hatte ich die nur so gesehen und habe gedacht, ja, ne, das ist dann so die nächste. Und dann sind ja immer vier. Das heißt, wir hätten also theoretisch schon die Möglichkeit, drei Sachen abzuschließen, bis dann so die letzte vierte dann noch zu erledigen wäre. Dann ist der Wandteppich schon mal voll und wir haben alle Königreiche, die man hier so auf diesen Wandteppich weben kann, entsprechend komplett. Wir kommen auch, wie gesagt, diesen 150 ne, immer näher. Aber was wir noch gar nicht haben oder so teilweise ansatzweise haben, sind die Geschichten. Die große Bibliothek, da habe ich noch gar nichts für gefunden. Da bin ich wahrscheinlich immer großartig dran vorbeigeflogen. Und auch eine Planetarium und idyllische Gärten. Gib mir die Gärte. Zwei von drei ist zwar nicht schlecht, aber ist nicht komplett. Und es ist natürlich die Frage, wenn wir den Wandteppich voll haben und wenn wir die 150 Leute zusammenbekommen, ist das Spiel dann zu Ende? Und ist das dann hier mit dem Wundern dann passé? Oder können wir dann weiterspielen und können die Wunder dann noch komplettieren? Und dann ist erst das Spiel zu Ende. Ich habe Folgendes vor. Ich würde mich, wenn wir hier die Sache hier, na, zumindest hier mit den ein oder zwei Türmen, Königreichen hier erledigt haben, mich mal ganz gerne hier um diese Wunder kümmern. Vielleicht teilweise offscreen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wir werden wohl nicht umhin kommen, altbekanntes Gebiet aufzusuchen. Ich werde natürlich jetzt hier erstmal alles abgrasen, gucken, was ich da finde. Und hoffe, ich übersehe nichts. Wenn ich hier weiter nichts Großartiges finde oder nicht alles finde, dann müssen die anderen Sachen irgendwo noch bei den anderen, in den anderen Gebieten zu finden sein. Und so leid es mir tut, dann müssen wir da nochmal lang. Hilft ja nichts. Ja? Weil das hätte ich schon ganz gerne komplett.
Und ja, okay. Dann nur so ganz nebenbei. Karte. So. Ich bin immer noch auf Pause. Und wir müssen immer noch nachfüllen. Wie sieht's denn an? Aus 182? 182 ist nicht verkehrt. Wir haben noch 76 Liter da unten. Oh, 68, Entschuldigung. Ah, oha. Das war ein kräftiger Schluck. Ich habe noch knapp eine halbe Tasse. Also geht alles, es geht alles hier in den Bach runter. Ich hoffe, geht es dem Ende entgegen. Da geht das Wasser dem Ende entgegen. Ob ich die Leute da mitnehmen soll, falls wir das noch nicht schon getan haben. Ich glaube erstmal nicht. Ich glaube erstmal nicht. Wir brauchen zwar Leute, aber. Ihr kenntet ja. Ihr wisst genau die Problematik und so. Ja. Ja komm, mach hin da. Wie weit sind wir denn? 100. Ich überlege gerade, ob ich wenigstens auf die 200 gehen soll. Das dauert mir zu lange. Warum bin ich denn hier auf den doppelten, auf dreifachen Rittberger gegangen? Ich habe wieder gepennt. Aha. Na jetzt. 56, komm, wir machen eine Rutsche, machen wir noch. Ich war so in meinem Laberwahn, dass ich da wieder jetzt die Zeit nicht und so, ne, auf dem Plan hatte. So. Wie sieht's aus? 204. Ja, komm, da müsste noch ein bisschen bei rumkommen. 215 ist okay. Ich gehe mal hier auf normal. Brech das da unten ab. So, und dann gucken wir uns das Teil da jetzt mal aber endgültig an. Ich meine, insofern, Wasserlager fast voll, ja, da passt doch. 225 ist auch super. Erschöpfte Reisende. Uns begegnet eine Gruppe erschöpfter Reisender. Ihre Not hat ihnen die Hoffnung genommen und nun misstrauen sie jedem, auch uns. Sie raten uns weiterzuziehen und das tun wir auch. In ihren müden Augen lag tiefer Kummer, doch wir konnten niemandem helfen, der keine Hilfe wollte. Das ist wohl wahr. Leute, die sich nicht helfen lassen wollen, man kann einem das Glück ja nicht aufzwingen. Aus Tagebüchern unserer Reisen von Mulu ab, den zweiten Chronisten. Wir können nach Hause zurück. Gut. Da wäre also potenziell die Möglichkeit gegeben gewesen, da noch Leute mitzunehmen, aber die wollen nicht. Die wollen lieber weiter traurig sein und sich in Selbstmitleid suhlen. Weil ihnen da halt einmal Kummer, also, oder was heißt einmal, also größerer Kummer widerfahren ist, vielleicht des Öfteren. Und sie jetzt halt niemanden mehr trauen. Gut, man kann das durchaus nachvollziehen, wenn man ständig auf der Möppe kriegt. Wenn man sich mal so ein bisschen hervorwagt aus seinem Schutzbereich, sag ich mal so, dann ist man irgendwann, hat man irgendwann die Faxen dann auch. Komm, jetzt ist es vorbei. Das können sie mich alle mal gerne haben. So, ich guck mal, was mein Kaffee macht. Ich glaube, das ist nicht mehr allzu viel. Nee. Ein bisschen ist noch drin. So, immerhin, es wird jetzt hier aber langsam Licht. Wir müssen noch einen weiteren Turm. Okay. Einen weiteren Turm, da das Licht entzünden. Gerade mal so ein bisschen. Oh, das war jetzt nicht richtig. Ich wollte nicht den Kurs ändern. Ich wollte gucken. So, Moment, ich muss mal bei mir so ein bisschen die Lautstärke des Spiels nach unten regeln. Die Musik ist zwar sehr angenehm, also ich finde wirklich, die Musik ist hier sehr, sehr toll für dieses Spiel. Sehr passend. Ich mag auch den Gesang. Aber wenn es dann etwas zu laut auf Ohren ist, dann ist das irritierend. So also nicht für mich. Weil ich mich ja auch hier aufs Spiel konzentrieren muss. Dinge nicht übersehen darf. Nach Möglichkeit. Irgendwelche Bibliotheken oder dergleichen.
Was nicht unbedingt leichter wird hier, wenn hier ständig ne, hier so Nebeldingenskirchen, hast du nicht gesehen, ist. Ja. Wo war ich jetzt wieder, bevor ich mich wieder erfolgreich selber unterbrochen habe? So, von wegen, Königreich und so. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Das ist der alte Turm. Einmal mal eben Ansiedlung. Ewige Schmiede. Das mit den Ansiedlungen verstehe ich nicht. Sind wir angeflogen, müssen wir die ja sein. Sonst wären die hier nicht auf der Karte. Warum steht immer 0 von 3? Zumal wir hier 3 Ansiedlungen gefunden haben, glaube ich, ja. Das muss mir mal einer erläutern. Wieder so ein Bug. So. Also die haben wir hier erledigt. Das ist die Kora-Bucht. Die haben wir erledigt. Herrliches Kap. Da müssen wir hin. Das ist die Geschichte hier mit den Türmen. Genau, die zerrüttete Insel. Das haben wir gesehen. Da habe ich aber gesagt, naja, erstmal nicht. Ich will erst die eine Sache abschließen. Hier muss aber noch eine vierte existieren irgendwo. Noch nicht gesehen. Da könnte was sein. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich da mit meinen Argus-Augen was übersehen habe. Wahrscheinlich ja. Denn hier ist nichts mehr weiter. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu nah dran. Wir haben, ja gut, die sind hier, ne? Wir haben hier schon so 3 auf engstem Raum. Hier sind diese komischen Ansiedlungen gewesen. Hm. Das sind die erschöpften Reisenden. Also hier irgendwo, da könnte noch was sein. Also von der Größe her würde ich eher sagen hier. Da müssten wir mal schauen. So. Ich muss gerade mal wieder raus. Sind wir noch unterwegs? Juhu. Sehr gut. Vielleicht sollte ich auch hier mal so ein bisschen auf Geschwindigkeit machen. Wir haben ja Ressourcen. Ja, das geht noch. Wobei, so ein bisschen Kohle. Wenn sie das gerade mal so anbieten sollte. Nager Ressourcen fast voll. Mindestet. Dickicht. Dickicht brauche ich nicht. Ansonsten, was ist das? Kohlevorkommen. Ha! Zu weit weg. Aber wir kommen dahin. Das ist jetzt nicht das Thema. Wir sind auf dem halben Weg. So. Jetzt hier wieder Sachen, die nicht stimmen. Einfach mal davon ausgegangen bin, das ist so. Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, meinen Timer zu starten. Ich bin so ein Honk. Aber ich bin noch in der Zeit. Alles gut. Wir können die Kohle können wir noch mitnehmen. Ich bleibe hier mal auf den dreifachen Rittberger jetzt hier, so die letzten paar Meter. So, zack, um. Tanken wir ein bisschen Kohle nach. Ich tanke ein bisschen Koffein nach. Wir tanken alle nach. So, das Vorkommen dürfte innerhalb kürzester Zeit aufgebraucht sein, so wie ich das unten sehe. Erst gleich nichts mehr. Ja, und wir sind auf 170. Ja, das ist doch, das passt doch. Wunderbar. So. Wundibari. Ich glaube, das ist unser Zielgebiet hier, ne? Kann das sein? Ich schaue mal vorher auf die Karte. Das sieht verdächtig nach einem Turm aus. Und das. Oh. Schau mal, was so mit der Reliktruine da unten los ist. Vorsicht, aber nochmal so einen kleinen Zwischenstopp. Entschuldigung. Ich nehme da aber noch alles mit hier. Ne? Also wir, keine Angst, wir machen das hier mit dem. Da ist er schon wieder 7. Oh, das hat sich aber voll gelohnt. Wir haben jetzt 61. Cool. So, unbekannte Ruine, zu weit weg. Ich mach mal hier, wir gehen mal so langsam auf Normalgeschwindigkeit. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Entschuldigung. Kleine Räusperer zwischendurch muss auch mal sein. Da haben wir Holz, da haben wir Wasser. Also mit Wasser sind wir hier Gott sei Dank gut versorgt. Ja, Kohle weniger, wurde aber auch schon so eine angedroht, dass es hier mit der Kohle nicht so üppig ist. Alles andere ist hier, also es wächst und gedeiht hier ganz gut. Und wie gesagt, mit der Wasserversorgung sieht es hier auch prima aus. Okay, jo. Ein Turm, der von den Alten vor langer Zeit erbaut wurde, ragt als Leuchtfeuer über diese trübe Lande. Das ist immer das Gleiche, das können wir uns jetzt ersparen. So.
So, genau, Flammturm. Da nun jeder Flammturm wieder brannte, erstrahlte auch die große Feuerbrunst lichterloh. Oho. Wir müssen zum herrlichen Kap zurückkehren, da steht schon, und erneut mit dem Volk reden. Das Leuchtfeuer der großen Feuerbrunst kam gar der Sonne gleich. In dieser dunklen und klammen Welt erfüllte es unsere Herzen mit Wärme. Aus den verstreuten Tagebüchern von Muluab, den zweiten Chronisten. Wir werden zum herrlichen Kap zurückkehren. Genau das machen wir. Wir kehren aber erstmal nach Hause zurück. So, Moment. Karte. Da sind die zerrütteten Inseln. Wir müssen da so lang. Moment. Karte wieder weg. Das heißt hier so in diese Richtung. Das könnte irgendwo da hinten sein. Würde ich mal behaupten wollen. Wenn das nicht die zerrütteten Inseln sind. Da hinten ist das Königreich zu sehen, dass wir schon, ne, die sind schon für uns da, die haben sich schon uns angeschlossen. Mit denen sind wir verbündet. Mit den anderen noch nicht. Das werden wir aber auf jeden Fall, aber erst ab der nächsten Folge. Ja, vielen lieben Dank für euer Dabeisein, für eure Begleitung, für eure Unterstützung. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für dein Dabeisein. Freut mich sehr, hilft mir sehr und ich bin immer froh, wenn halt das, was ich hier so produziere oder anstelle, verbreche, wie auch immer, mit so halbwegs Anklang findet. So, gut. Ich bin fürs Erste raus. Ihr wisst das ja, heute ist Aufnahmetag, das heißt, was ihr jetzt so über die Woche verteilt sehen werdet, das ist für mich so an einem Tag so schwuppdiwupp hintereinander weg. Das heißt, hier geht's gleich bei mir mit der nächsten Folge weiter. Zu der lade ich euch natürlich herzlich ein, euch auch diese anzutun, sobald sie auf meinem Kanal zur Verfügung sein sollte. Ja. Okay. Macht's gut, genießt die Zeit. Bis bald.